mitgebracht haben. Und natürlich fragen sich manche, die hier stehen, ja, ja, ganz schön, aber die Autos stören und die Züge stören. Und müssen Sie eins wissen, in der Kunst macht man ja oft Projekte, die gerade kontrasten. Und der Krieg, wir müssen genau da machen. Und dann, da lohnt es ja gar nicht. Da lohnt es nicht, da ist es viel zu laut, da kann man nichts verändern, die Züge fahren drüber weg, die Autos fahren durch, was soll das dann? Das Ganze bedeutet, dass man ein Stück zum Nachdenken kommt und die Musik ein wenig dahin holt, wo sie normalerweise nicht klingt. Symbolisch ist das gemeint. Wenn Sie ein schönes Konzert hören wollen, gehen Sie selbstverständlich in die Glocke oder in die GSO oder sonst wo wie hin. Auf alle Fälle dahin, wo man ganz fein hören kann, ohne Störung. Hier werden Sie gestört. Das wollten wir nicht. Nein, nein, nein. Schön, dass Sie das sagen. Aber zu unserem Projekt der Musik und der fantastischen Friedensklänge gehört, dass wir jedes Mal auch eine Tafel vorlesen. Das möchte ich jetzt auch machen. Dieses Mal ist diese Tafel dran. In diesem Tunnel stehen 82 Texttafeln aus den verschiedenen Kulturen, Religionen und Friedenstexten friedlich nebeneinander. Ebenso sind hier auch 135 Friedensworte aus den unterschiedlichen Sprachen der Welt nebeneinander stehen. All das ist symbolisch und zeigt uns, die Erde ist nur ein Land und wir alle sind seine Bürger. Wir haben die gleiche Sonne über uns und wir müssen sehen, dass wir da, wo wir leben, ein bisschen dafür eintreten, dass es wohl erhalten bleibt. Und deswegen passt heute dieser Text ganz hervorragend. Den hat ein Indianer getextet. Die Autos fahren durch, aber das ist ein ganz anderes, vielleicht ist es noch vorbei. Die Indianer haben ja auch eine ganz besondere Kultur und einen ganz besonderen Geist. Und der Indianer, der heute vorgelesen wird, ist Henry Old Coyote, ein Indianer-Häuptling. Und er hat gesagt, wenn du dein Herz nicht hart werden lässt, wenn du deinen Mitmenschen Freundlichkeiten erweist, werden sie dir mit Zuneigung antworten. Sie werden dir freundliche Gedanken schenken. Je mehr Menschen du hilfst, desto mehr dieser guten Gedanken werden auf dich gerichtet sein. Diese Menschen, dass Menschen dir wohlgesinnt sind, ist mehr wert als Reichtum. Klingt vielleicht am Anfang ein wenig sonderbar, aber wenn wir es leben, so zumindest ein klein bisschen, mag ja ein wenig Sonntag in unser Leben kommen. Wir haben wenig Sonntag, haben ganz gewiss ein bisschen Sonntag in unser Leben heute gebracht und haben uns mit Wohlsonnen und mit Wohlbesonnenheit praktisch den Sonntag bereichert. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Am nächsten Sonntag geht es weiter. Jeden Sonntag um 12. Nicht nur im April, sondern Mai. Es geht weiter. Wird es hier Friedensklänge geben. Und nächsten Sonntag wird der Schauspieler Franz Hell komödiantische Weltmusik bringen. Auf Flasche, Handpan und dann lassen Sie sich überraschen. Auch er ist ein begnadeter Musiker, genauso wie die beiden hier. Und ich weiß, dass Sie auch im Touch spielen und ihr habt eine tolle Gruppe. Ich glaube, wir kommen mal. Okay? Nächsten Sonntag um 12 und sonst wann anders. Auf Wiedersehen. Ja.